Alien. Kaum ein anderes Sci-Fi-Horror-Franchise ist so bekannt wie dieses. Die Filme bluten nur so eine düstere Atmosphäre und die namensgebenden Wesen sind jedem ein Begriff. Ein erfolgreiches Franchise besteht natürlich aus diversen Filmen und die wollen natürlich auch versoftet werden. Der dritte Teil landete daher unter anderem auch auf den Game Gear. Kann das Spiel genau diese Atmosphäre umsetzen? Was taugt Alien 3 für den Game Gear heute noch? Das Spiel wurde von Probe Entertainment Limited entwickelt und von Arena 1994 bei uns veröffentlicht. Nordamerika und Japan bekamen das Spiel im selben Jahr. Das Spiel erschien auf diversen Systemen, wobei die Gameboy-Version von einem anderen Studio entwickelt wurde. Das Spiel folgt dabei lose dem Film, oder besser gesagt, benutzt den Film als Szenario. Ihr steuert Ellen Ripley durch die Strafkolonie und bekämpft Aliens. Wie spielt sich also das Ganze? Ihr seht es schon im Hintergrund im Gameplay. Es ist ein Action-Plattformer. Ihr spielt Ripley und eure Aufgabe ist es, eine gewisse Anzahl von Gefangenen von den Aliens zu befreien. Die einzelnen Level sind dabei angenehm weiträumig gestaltet und nicht gerade geradlinig. So muss man schon einmal durch Luftschächte klettern, um zu anderen Bereichen zu gelangen. Das Ganze könnt ihr natürlich nicht ungestört machen. Die namensgebenden Aliens lauern euch nämlich überall auf und machen euch das Leben schwer. Mit diversen Waffen könnt ihr denen jedoch zum Glück das Leben auch schwer machen. So gibt es das Pulsrifle, den Flammenwerfer und den Granatwerfer. Der eigentliche Kampf geht dabei auch relativ simpel voran und ist gut schaffbar, da die Aliens bei Treffern immer etwas zurückgeschleudert werden und ihr die Viecher so gut auf Distanz halten könnt. Wobei, ganz so einfach sind die Kämpfe natürlich nicht, weil die Aliens sich natürlich auch gerne mal an Decken festkrallen und auf euch zuspringen. Gelegentlich gibt es sogar Bosskämpfe, in denen ihr die Alien-Königin bezwingen müsst. Klingt ja soweit ja alles schon mal ganz gut. Das Spiel hat aber ein großes Problem. Den kleinen Bildschirm des Game Gears. Es ist ein portables Spiel. Darauf muss man sich einlassen. Klar. Aber der Bildschirm ist so klein, dass ihr immer wieder die Aliens oft nicht vorher sehen könnt und dann einfach wie aus dem Nichts angesprungen werdet. So schnell kann man da gar nicht reagieren und so kassiert man automatisch Schaden. Das nervt dann doch etwas auf Dauer. Die Entwickler sollten schließlich ja davon Kenntnis gehabt haben. Dadurch wird das Spiel leider unnötig schwer und man ärgert sich immer wieder mal. Die Grafik passt auf jeden Fall und sieht für ein Handheld echt gut aus. Das Problem ist jedoch nur, dass sie teilweise nicht wirklich optimiert ist. Es kommt immer wieder zu Slowdowns und das vor allem, wenn ihr einem Alien begegnet. Das ist alles noch okay, aber gut ist natürlich anders. Der Sound geht bei dem Ganzen in Ordnung. Die Musik ist leider relativ vergessbar und die Soundeffekte sind eher spielmäßig. Das passt meiner Meinung nach nicht hundertprozentig, aber ihr werdet es jetzt selbst in den Abschnitt hören. Es ist Geschmackssache. Was taugt Alien 3 für den Game Gear heute noch? Ich finde es etwas schade. An sich sieht das Spiel sehr vielversprechend aus. Es hat Atmosphäre und das Spieldesign ist passend. Es ist einfach schön, sich durch die Level zu arbeiten, Luftschächte zu benutzen und die Alien zu eliminieren. Leider wirkt jedoch nicht alles ganz ausgereift und der Schwierigkeitsgrad ist einfach nur künstlich hochgepusht. Das vermisst einen doch die eine oder andere Spielszene. Zusammengefasst, gute Idee, mittelmäßige Umsetzung, kann man aber spielen. Das war der Test zu Aliens für den Game Gear. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.